Hallo, mein Name ist Ralf Duderstadt von der Firma Ring Foto Schattke aus Cuxhaven und ich freue mich, euch heute am 26. Oktober 2022 eine neue Kamera von OM System vorstellen zu dürfen, und zwar die OM5. Und es wird auch, wie ihr sehen könnt, die erste Kamera sein von OM System, die den neuen Namen trägt. OM System steht auf dem Gehäuse. Wie viele von euch wissen, ist im Februar diesen Jahres die OM1 vorgestellt worden und da stand noch Olympus auf dem Gehäuse drauf. Aber es war das erste Produkt von OM System und eine völlig neu entwickelte Kamera. Und auch diese Kamera hat wieder einige neuere Features. Das überrascht mich immer wieder. Und ich habe diese Kamera schon im Vorfeld haben dürfen, in der Hand haben dürfen, habe mir ein paar Notizzettel und Notizen gemacht, also möchte ich euch dieses Gerät einfach mal ein bisschen vorstellen und näher zeigen. Verzeiht mir, wenn ich da ein bisschen ins Stocken komme, weil alles konnte ich mir auch noch nicht sofort merken. Ja, ich möchte euch einmal die Kamera jetzt ein bisschen näher zeigen. Ihr seht, dass sie sehr klein, sehr kompakt ist, liegt aber immer noch extrem gut in der Hand und ist auch sehr griffig. Gehäuse ist wie das Vorgängermodell die OM5D Mark III. Und jetzt seht ihr auch einfach ein deutliches Line-up. Die OM1 ist das Spitzenmodell, dann kommt jetzt die OM5. Und für die Einsteiger ist dann die Olympus oder OM System OM10 Mark IV auf dem Markt aktuell noch. Eine tolle Kamera, die für den Ein- und Aufsteiger ist. Ja, und mit dem Produkt der OM5 möchte Olympus halt einfach die Leute ansprechen, die draußen sind, die gerne wandern, die viel reisen, aber Wert auf gute Qualität legen und eine gute Bildqualität legen, aber nicht schweres Gepäck haben möchten. Und damit ist diese Kamera wirklich absolut toll positioniert. Denn sie ist rund ein Drittel leichter als ihre vergleichbaren Produkte und bringt gerade mal mit den beiden Pro-Objektiven, mit dem 12-45 4.0 Pro und dem 14-150 4.0 Pro etwas über 1000 Gramm auf die Waage. Und das habe ich dann selbst jetzt auch gleich nochmal ausprobiert. Ich habe mir mal kurz eine Waage besorgt, dass man das auch wirklich sieht. Was man fairerweise sagen muss, jetzt ist in dem Modell halt schon natürlich der Akku drin. Da haben wir jetzt also einmal die reine Kamera. Da seht ihr 425 Gramm mit Speicherkarte und Akku drin. Dann machen wir jetzt mal das 12-45 4.0 drauf. Dann liegen wir bei 686 Gramm und das 14-150 4.0 Pro. Und wir liegen bei etwas über 1000 Gramm. Und das ist ein ideales Reisegewicht. Und ich habe hier wirklich leistungsstarke Objektive mit einer hohen Lichtstärke und auch robust. Ja, gehen wir mal weiter. Also auch ideal. Eine tolle Kombination habe ich euch jetzt gerade präsentiert, aber es gibt auch noch ein älteres Objektiv in Anführungszeichen, das 14-150 mm. Das ist für denjenigen, der sagt, ich möchte einfach keine Optik wechseln und habe dann ein Objektiv drauf und dann liege ich gerade mal um die 700 Gramm, was extrem leicht ist, und ich habe eine Brennweite von 28 bis 300 mm. Bei den beiden Pro-Objektiven habe ich halt eine Brennweite von 24 bis 300 mm. Und das halt auch mit dem schönen MFT-Sensor. Ja, was verbessert wurde? An der Bildstabilisation konnte OM System nochmal etwas verändern. Die ist etwa 15% leistungsstärker geworden. Wir haben einen 20 Millionen LiveMOS-Sensor und den TruePic 9-Prozessor ist drin. Ja, wir können die bis zu 6,5
Blendenstufen ausgleichen mit herkömmlichen Objektiven und mit den Sync-Objektiven von OM System, also das 12 bis 100, das 300 mm und das 150 bis 400 mm, dann können wir sogar 7,5 Blendenstufen ausgleichen. Und das gilt sowohl für Foto und für Video. Das ist also schon mal auch super. Ja, dann ist die Kamera extrem robust und geschützt. Wir kennen das bereits aus der OM1. Und zwar haben wir dort den IP53-Standard. Und die IP ist halt eine Klassifizierung für Spritzwasserschutz und Staubdichtigkeit, wobei 5 halt die Staubdichtigkeit widerspiegelt. 6 ist hier halt das Höchste an Staubdichtigkeit und 3 ist der Spritzwasserschutz aus allen Richtungen. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen Grund mehr, warum ihr die Kamera zu Hause lasst, weil Wind, Sand, Sturm in der Sahara oder ihr seid irgendwo eingeschneit, macht dem Gerät eigentlich nichts mehr aus. Es ist auch frostsicher bis minus 10 Grad. Die bewährte Sensorreinigung ist auch wieder drin mit 35.000 Schwingungen pro Sekunde. Das sorgt halt auch dafür, dass sich keine Staubablagerung auf dem Sensor bilden. Dann haben wir neu den Hi-Res-Shot aus der Hand. Könnt ihr dort ein Bild dann mit bis zu 50 Millionen Bildpunkten erzielen. Das erreicht man halt durch einen Sensorshift. Und dann gibt es halt den Stativmodus und da habt ihr dann bis zu 80 Millionen Bildpunkte. Jetzt kommt noch was Neues, was in den Vorgängermodellen nicht dran war, sondern was wir halt nur aus dem Spitzenmodell der 1er-Serie kennen, also aus 1X oder ähnliches, ist der Live-ND-Filter. Den haben wir jetzt auch in der OM5. Und dann ist das Focus-Stacking, das war schon drin. Dann haben wir aber schon das die Pro Capture mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde, auch im RAW-Format. Und neu aus der OM1 ist uns das bereits bekannt, die Stereo Sky AF-Funktion, welches auch mit den bewährten Langzeit- und Composite-Funktionen von OM System kombinierbar ist. Damit habt ihr wirklich die einfache Möglichkeit, tolle, tolle Bilder vom Sternenhimmel zu machen. Ja, dann haben wir die Videoaufnahmen mit 4K. Das heißt 4K 30 Bilder pro Sekunde, auch im Zeitlupenmodus mit 120 Bildern pro Sekunde. Und was Neues in diesem Produkt ist, auch Videoaufnahmen ohne Limit. Das heißt, über die 29 Minuten hinaus könnt ihr also so lange filmen, wie die Speicherkarte oder halt der Akku hält. Der Akku ist der bekannte Akku aus der UM5 oder EM5 Mark III Serie. Also auch da könnt ihr das Vorhandene weiter benutzen. Dann kommt eine Funktion, die völlig neu ist und auch erstmalig in der OM5 eingesetzt wird. Und zwar ist das die Vertikal-Video-Funktion. Das ist wichtig für die Leute, die gerade Content produzieren möchten, für ein Instagram oder ähnliche Kanäle. Und das heißt, ihr könnt hochauflösend im Hochformat Videos aufnehmen und die dann halt auch dementsprechend natürlich auf eure Endgeräte, Smartphone und ähnliches überspielen. Und dadurch könnt ihr halt die Displays vom Smartphone toll nutzen und habt eine super, super Videoqualität. Das ist ganz neu jetzt in der OM5 erstmalig drin. Zusätzlich hat Olympus ein paar softwareunterstützte Funktionen nochmal reingelegt, also verbesserte Bildqualitäten und ähnliches. Dann haben wir den OM-Log 400 Farbkorrektur im Videofilm. Das ermöglicht uns kontrastreichere Aufnahmen im Videofilm. Und das ist auch nochmal neu.
Eine weitere Funktion, ihr könnt diese Kamera jetzt als Webcam nutzen, ohne Software, ohne etwas zu installieren, sondern einfach Plug-and-Play, Kamera per USB anschließen und Webcam auswählen und ihr habt eine tolle Webcam immer dabei und unterwegs, die auch noch einfach robust ist. Auch für diejenigen, die gerne Langzeitbelichtung machen und unterwegs sind, die neue Wireless Remote Fernbedienung arbeitet jetzt auch mit der OM5. So, jetzt lasst mich nochmal eben bitte einmal kurz gucken, einmal zusammengefasst auf dem Feld, also die 5 Achsen Bildstabilisierung mit bis zu 7,5 Blendenstufen mit den entsprechenden Sync-Objektiven, ohne die Sync sind es 6,5. Dann diese hohe Robustheit und Klassifizierung, den IP53-Standard. Das ist die Staub- und Spritzwasserschutz aus allen Richtungen. Handheld Stereosky AF, das kennen wir halt aus der OM1. Dann Live ND16, das ist neu, dass dieses Feature, was bisher nur aus den großen Kameras war, also in der OM1 ist jetzt auch in der Mittelklasse eingebaut. Eine super Funktion. Ich nutze es auch gerne, wenn ich mal wandern bin. Möchte ich halt möglichst leichtes Equipment haben und ich habe hier einfach einen eingebauten Graufilter und kann meinen kleinen Bach, Bergbach in einen reißenden Fluss verwandeln. Vertical Video, das ist etwas, was ich auch sehr gerne mal ausprobieren möchte. Finde ich total klasse und halte ich auch für sehr, sehr interessant. Webcam nutzen für unterwegs, das ist auch nochmal klasse. Ja, also wirklich nochmal so im Unterschied, was wir den im Vergleich haben. Ich werde nochmal kurz gleich so ein kleines Chart euch einblenden. Dann könnt ihr das einfach nochmal vergleichen mit dem Vorgängermodell, was bislang da war und was nicht. Ansonsten werden wir diese Kamera natürlich, so ist geplant, ab Mitte November verfügbar haben. Informiert euch auf unserer Homepage ringfoto-schatke.de. Wir werden auch weitere Aktionen mit OM System planen. Wir werden einen First Look haben. Das heißt, ihr könnt bei uns im Laden vorbeikommen und euch die Kamera anschauen. Wir werden den Technical Expert hier auch bei uns im Laden haben, aber auch weitere Aktionen immer wieder planen. Schaut einfach vorbei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und ich euch vielleicht einen kleinen Überblick geben konnte über die neue Kamera. Und ansonsten meldet euch über die Kanäle oder übers Telefon. Gerne helfen wir euch. Euer Ringfoto-Schatke-Team aus Cuxhaven.